Halt, stopp, wir verkaufen hier nichts. Spaß beiseite. Wir sind wieder da am Start und werden hier jetzt ein bisschen weiter dekorieren, würde ich sagen. Das können wir erstmal so, wie es ist, tatsächlich stehen lassen. Und als nächstes fangen wir an. Wir bauen noch hier eine Dekopalme hin. Ne? Die Frage ist, wir nehmen Dekopalme, machen wir aus, ich würde sagen, auch aus Mangrove. Das sieht schon ein bisschen cooler aus, aber nicht so. Wenn dann so Mangrove. Und da brauchen wir mal ein paar Stufen. Und dann würde ich sagen, ein bisschen Holz. Steine müssen wir wegtun. Wir brauchen Slabs, brauchen wir eventuell. Wir brauchen die, wir brauchen und das Holz. Die Frage ist jetzt, wie bauen wir das? Also wir haben natürlich ein bisschen Platz hier. Ich würde sagen, wir platzieren die einfach hier. Ja, doch. Wir machen das auch so ein bisschen mit Schmerzen verbunden. Und zwar publizieren wir so ein bisschen auch mal hier so ein bisschen den hier, und zwar brauchen wir da noch, da wir haben sogar noch Holz da. Hier können wir noch mal sowas machen, zack. Und hier noch mal so eine Stufe drauf und ja, ne? Sowas können wir hinbauen. Ne, das sieht so ein bisschen weird aus, das muss hier definitiv irgendwie. Wie machen wir es denn anders? Schlafen wir eine Nacht drüber, würde ich sagen. Und dann können wir tatsächlich das ausprobieren. Definitiv muss hier was Längeres sein. Tatsächlich so. Würde ich sagen. Ja, das sieht doch richtig geil aus. Dann gehen wir alternativ hier rüber. So diagonal, würde ich sagen. Und müssen gleich wahrscheinlich mal ein bisschen mit Scaffoldings arbeiten. Den müssen wir mal kurz einen Block abbauen. Dass wir dann tatsächlich hier gleich wieder reinkommen sollen. Hier vielleicht mal ein bisschen Blöcke setzen, dass wir auch alternativ den hier schön gestalten können. So, zack, so. Dass wir hochkommen, obwohl wir es eigentlich nicht wollten. Zack. Genau, da fallen wir erstmal runter. Zack, perfekt. So, wir wollen hier 1, 2, 3, 4, 5. Alternativ kommt dann der 2, 3, 4, 5. Das sind schon eine riesige Palme. Dann müssen wir hier dann tatsächlich noch eine Slab hinsetzen. Na, gucken wir jetzt das mal kurz von beiden an. Ja, das kann man so tun. Das kann man so tun. Wir wollen natürlich ein bisschen ranzoomen, ne? Oh. Ja, jetzt müssen wir halt nur noch eine Palme, glaube ich. Also wir müssen jetzt noch mal tatsächlich kurz auf 1 drücken, genau. Gucken, wie wir da hochkommen. Wir haben noch in unserer Enderkiste irgendwo bestimmt. Hier ist ein Toolbox drin. Da könnten Scaffoldings drin sein. Nee. Nee, tatsächlich nicht. Hier vielleicht Scaffoldings. Auch nicht. Ich dachte, ich hätte noch welche im Inventar, also irgendwo hier drin, aber dem scheint ja irgendwie nicht so, ne? Also wenn wir die nicht da haben und da auch nicht haben, können wir die Toolbox auch da reinschmeißen. Anschließend wir können auch mit Sand hochbauen. Das wäre halt, das ist halt doof, wenn wir uns jedes Mal hier separat hochbauen müssen. Naja gut, bauen wir jetzt halt keine Treppe. Dürfen wir halt nicht so oft runtergehen. Oder wir bauen jetzt hier tatsächlich einfach mal eine kleine Plattform hin. Da können wir nämlich einfach nachher hochfliegen. Müssen wir nur gucken, dass wir Stufe 1 Raketen nehmen, nicht Stufe 3.
Genau, so, und dann geht es jetzt hier zurück. Und zwar bauen wir die Palme dann wieder so hin. 1, 2, 3, 4, 5. So, das soll ja schon eine Riesenpalme sein. Hier ist ja schon das älteste ein Haus. Vielleicht bauen wir tatsächlich auch nochmal ein, zwei Palmen hier an die anderen Strände hin. Sehen wir aber dann. Dann brauchen wir Mangrove. Ja, guck, das ist halt schon wieder das Problem. Dass wir halt dann jetzt hier... Warte mal, erstmal hier dreimal wieder hochgehen müssen. Dann müssen wir hier nochmal 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann können wir hier tatsächlich auch nochmal kurz eine Plattform bauen. Zack, zack, zack. Wunderschön. So, wir brauchen eigentlich Leaves. Das Problem mit den Leaves ist halt so ein bisschen, ja, wir haben nicht mehr so viele, ne? Also wir hatten die, glaube ich, tatsächlich alle weggetan. Wir müssten erst noch ein paar Mangroven-Leaves, nicht Mangrove. Wir wollen Mangroven-Leaves nehmen. Nehmen wir Mangroven-Leaves direkt vom eigenen Baum oder nehmen wir... Da müssen wir uns mal kurz angucken, was wir da nehmen können. Tatsächlich, wo haben wir denn die Leaves drin? Hier haben wir Leaves drin. Also wir können Azalea nehmen. Haben wir Mangrove, haben wir auch da. Wenn wir jetzt aber sagen, wir nehmen hier... Ja, die sehen halt schon so... also ich hätte lieber tatsächlich Azalea genommen. Azalea und was haben wir denn noch für... Gibt es eigentlich hier von dem Mangrovenbaum auch Seeds-Dings? Da müssen wir mal gucken. Von dem nicht Mangrove, doch, nee, von dem... Das ist Mangrove. Gucken wir mal gerade bei uns im Lager, was hier so abgeht. Tatsächlich. Das müssen wir mal angucken. Wir müssen aber zuerst noch mal kurz ein Crafting-Session hier machen. Haben wir noch... Haben wir immer noch nur den Crafting-Table hier. Zack, und noch mal sechs Stacks Paper. Schmeißen wir mal, zack. Den und den hier hin und den da hin. Da geht das nämlich ein bisschen schneller. Noch ein bisschen mehr Leck versuchen. Wir wollen gucken nach Leaves von... Hier sind Azalea Leaves. Können wir noch mitnehmen. Wir können auch eigentlich hier die Leaves auch mitnehmen, weil die können wir dann einsortieren. Hier sind noch ein paar Schalker-Boxen. Warte mal, die können wir eigentlich auch mal. Zack, zack, zack. Zack, gerade mal in die Enderkiste schmeißen. Weil die haben wir ja irgendwann mal da reingetan. Waren ja mal voll. So, was haben wir denn noch an Leaves? Hier haben wir gar keine Leaves mehr, ne? Hätten wir an Leaves, warte mal. Wir hatten doch, wir haben Leaves auf jeden Fall. Wir müssen nur gucken, wo unser Holzzeug ist. Da. Dann haben wir doch hier Leaves von, an dem Mangrove haben wir hier, ne? Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Na, welchen Leaves? Nach Azalea, wir haben, was gibt es noch für Holzsorten? Haben wir noch irgendeine Sorte? Nicht hier eingesteckt. Gute Frage. Also wenn wir Azalea nehmen wollen, dann müssen wir auch... ja, uns überlegen. Müssen wir fast Eiche nehmen, aber Eiche sieht halt irgendwie nicht so schön aus. Was habe ich hier so drin? Nee. Nee, nee, nee. Okay. Also wäre halt die Möglichkeit tatsächlich doch zwischen Mangrove. Aber nur Mangrove wäre auch nicht so schön. Mangrove und Blöcke, die wir halt schon haben, ne? Da müssen wir halt jetzt mal gucken gehen. Da müssen wir mal gucken gehen. Äh.
Ich hab den noch gerade ausgemacht. Ach ne, ich hab den gerade angemacht. So. Weil ich bin ja jetzt gerade hier, ne? Und nicht, dass das nachher irgendwo Signal, das wird halt verschluckt werden. Ja, doof. Grad 26, seitdem wir wieder da sind. Also wir haben an Leaves tatsächlich nur alles, was da ist, ne? Zack, das heißt, das, was wir hier haben, haben wir an Leaves auch da. Also hier. Birke sieht nicht schön aus. Bruce Oak. Oak wird halt Oak ist. Ja, das ist auch so zu grün dazu. Oak ist auch halt zu grün. Dark Oak. Das ist auch zu grün. Wir brauchen irgendwie. Ah, ich weiß jetzt, was passt, weil das nämlich hier reinpasst, sind dann nämlich die Spruce, ne, warte mal, warum denn? Spruce Oak, Spruce Birch, Akazie. Ja, die passen da texturell hinein, das nehmen wir. Akazien und Azalea, beziehungsweise Azalea Flower. Würde ich sagen. Und jetzt bräuchte man halt eigentlich nur noch Stufe 1 Raketen. Hätte man ja eventuell mal hier gucken können, ob man welche hat. Wir haben keine. Ja gut, das ist halt dann ist das halt so. Jetzt nicht mal welche craften, das geht hier nicht. Wir haben irgendwo Raketen hier im Inventar, genau da. Und da können wir mal nach oben fliegen. Und unser Dorf von weitem begutachten. Zack. Ja, das ist schon mal ein bisschen was, was wir da gebaut haben. Lese ich schon mal ein bisschen was. Oh, 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 oh. Jetzt sind wir natürlich zu tief geflogen. Ah, nein. Ah, nein, ah, nein, ah, nein. Egal, dann bauen wir jetzt halt hier mit Sand nochmal hoch. So, und dann können wir jetzt hier, zack, dahin gehen. Dann gehen wir mit den Akazien tatsächlich hier so ein bisschen mal hoch. Dann bauen wir einfach mal so eine Art Grundbaustein. Der soll sich tatsächlich dann in alle Richtungen gleich erstmal aufteilen. Was wir auch schön machen können, ist, wir können hier dann sowas setzen und dann können wir gerade einfach mal auf Spaß hier sowas hinsetzen und es ist ein bisschen hell. Dann sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung oder ein Abo und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.